Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Xenoverse. Ich habe das Pokémon Center gefunden und irgendwas scheint hier zu passieren. Ich habe es betreten und da kam plötzlich der Kerli auf mich zu. So, du bist Miri, nicht wahr? Ich habe schon überall nach dir gesucht. Astaya selbst hat mich geschickt. Er wollte, dass ich dir dieses kleine Geschenk zustelle. Hier, bitteschön. Ein Xenolith. Vielen Dank. Was mache ich mit deinem Xenolith? Er war sehr viel beschäftigt mit seinem Business in letzter Zeit, aber er wollte dich für deinen tollen Shop belohnen. Gut, ich bin fertig. Ich gehe dann mal zurück zur Arbeit. Mach weiter so, Miri. Bis später. Okay. Sehr interessant. Guten Tag. Sagt einer von euch noch was Interessantes? Ja, gut. Anscheinend nicht. Wo geht's hier? Ach, da waren wir schon. Okay, alles klar. Hier hinten ist noch ein Zirkus. Ich würde sagen, den schauen wir uns heute direkt mal an. Der sieht sehr verdächtig aus. Ich meine, nach meiner Erfahrung und Pokémon Imperium im Zirkus. Schauen wir mal. Oh, ein Lichtturm. Ein Lichtturm! Ah, der Lichtturm. Wer kennt ihn nicht? Was ist das? Blitz? Gut. Hier steht noch einer. Kann ich in die Zelte auch rein? Oh, die treffe ich niemals. So. Oh. Ich sehe... ein schrecklicher Fluch, der dich den Rest deiner Tage verfolgt. Nett. Aber es gibt einen Weg daraus. Meine seltenen Steine. Kristalle, was auch immer. Ah, was kann ich denn hier kaufen? Ah, damit kann ich einmalig eine Attacke stärker machen. Das ist cool. Und gleichzeitig ein bisschen unnütz. Aber... ja. Hi. Aus Alola bin ich hierher gekommen. Okay. Ah. Oh, schade, dass man hier... schade, dass man hier nicht auf die Boxen zugreifen kann. Er wollte nämlich mein seltsames X-Mauzi gegen... oh, das ist ein Item. Fies. Gegen seine Alola-Mauzi tauschen. Das würde ich doch gern machen. Jetzt, da ich weiß, wie die seltsamen Mauzi dann später mal aussehen, würde ich das sehr gern machen. Ja, Sunshine-Zirkus. Ich gehe einfach mal in die Mitte. Oho, ein Freiwilliger aus der Zuschauer möchte hierher kommen. Okay. Willst du die seltsamste Arena-Challenge annehmen, die die Region jemals gesehen hat? Lass uns ihr eine Runde Applaus geben. Und jetzt los geht's. Der erste Arena-Trainer dieser Arena. Skylar, der stylische Akrobat. Okay. Was passiert hier? Auf geht's. Also, sehr interessant, was hier passiert. Ein Dressladero. Ist die Arena Flug oder Kampf, ist jetzt die Frage. Leider bin ich da mit meinem Boden-Unlicht-Pokémon so semi-gut gegen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist nicht unbedingt optimal. Wir wechseln da mal. Flying Press, natürlich. Natürlich fängt er direkt mal so fies an. Ja, Spinny. Spinny erledigt den Vogel. Ah! Was?
dein Ernst? Glura? Okay. Auch interessant. Akrobatisch. Glurak. Sehe ich jetzt nicht unbedingt, aber okay. Aber Flug. Wir haben ja eindeutig eine Flugarena. Was? Reden wir mal darüber, dass das Ding eigentlich keine KP mehr übrig hat? Kann man das dann erklären, was das immer soll? Das ist gemein. Da freue ich mich, dass ich es besiegt habe und dann sowas. Was willst du lernen? Ja gut, dann würde ich mal sagen, machen wir, ne? Stärker und höhere Treffchance. Ist okay für mich. So. Unser nächster Kämpfer ist genau das, was wir gegen so jemanden Starken brauchen. Ein Mann, dessen Stärke so groß ist wie die von 100 Menschen. Ah, haben sie jetzt verschiedene Typen, je nach Trainer? Könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal, wir werden es rausfinden. Ja, tatsächlich, sehr interessant. Nur leider ist da mein Unlicht-Pokémon. Die falsche Wahl. Autsch. Oh, das wird wehtun. Nee, weniger als ich erwartet hätte, okay. Oh, die Statik. Das muss ja mal wieder sein. Wir wurden schon lange nicht mehr, wir hatten schon lange nicht mehr das Glück, dass jemand paralysiert wurde durch die Statik. Immer nur ich durch die Statik von anderen. Was nicht nett ist. Wir bleiben einfach mal drin, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was das Ding für ein Typ ist, wenn ich ehrlich bin. Ist das Stahlkampf? Ist es nur Kampf? Ich weiß es nicht, ehrlich. Keine Ahnung. Mein Flug war jedenfalls sehr effektiv. Kamerupt. Cameron. Da fehlt jetzt das Wasser-Pokémon. Muss ich sagen. Aber ich glaube, mit dem Tohaido wäre ich nicht glücklich geworden. So. Boomburst und gut ist. Ja, das war krass, ne? Ich bin krass. Oh, wer hätte gedacht, dass der Herausforderer so einen starken Gegner besiegen kann? Nun dann, als letztes, aber nicht als schlechtestes, haben wir einen echten Veteran hier im Zirkus. Seit er ein Kind war, hat er sein Essen abkühlen lassen, bevor er es gegessen hat. Nein, nicht abkühlen lassen. Er hat es sogar noch gegessen, während es noch heil, gekocht hat. Okay. Feuer ist seine tägliche Mahlzeit. Okay, der Feuerschlucker. Gut. Sehr interessant. Ich weiß zwar nicht, wie ich hier reingeraten bin, aber schon okay. Sehr interessant, plötzlich mache ich quasi die Arena der Stadt, ohne es zu wissen. Ich wollte nur den Zirkus angucken, aber jetzt bin ich der Zirkus. Oh. Gut. Oh nein, jetzt ist das Ding ja komplett hinüber. Hot Chili Pepper? Ja, das ist jetzt eh... Aber das bringt nichts, weil ich kann das Ding verbrannt nicht einsetzen. Das macht keinen Sinn. Wir können hier unseren Geist vielleicht mal versuchen. Der ist ja wenigstens normal effektiv. Sollte er zumindest sein.
Das Ding ist sehr, sehr flott. Aber es ist jetzt besiegt. Also alles gut. Au, au, au. So. Nicht mal der explosive Rainier war in der Lage, den Herausforderer ins Schwitzen zu bringen. Und jetzt, das Publikum kann es kaum erwarten, warten wir auf das letzte, den letzten großen Kampf dieser Show. Es ist Zeit für das große Finale, auf das ihr alle gewartet habt. Der Kampf gegen den Star des Sunshine-Zirkus, den Arena-Leiter. Oh, aber es gibt heute einen sensationellen Plot-Twist. Denn statt dem Arena-Leiter wird der Herausforderer mit mir kämpfen. Nein, das ist Gengar! Gengar ist back, Gengar! Aha! Bist du überrascht, Miri? Sag bloß nicht, dass du mich vergessen hast. Komm schon, guck nicht so. Wir wollen doch lachen, oder nicht? Diese ganze Show war so wild. Wow, komm schon. Ich habe diesmal gar nichts falsch gemacht. Ich habe nur die Möglichkeit ausgenutzt, dass mir der fehlende Arenaleiter ein bisschen Spaß erlaubt hat. Könige wie ich brauchen auch etwas Unterhaltung, weißt du? Und ich konnte natürlich die Chance mir nicht entgehen lassen, im Mittelpunkt zu stehen. Und ich habe auch noch einiges mit dir zu klären. Ich weiß, warum du hier bist. Und du kommst jetzt auch nicht wieder raus. Die wollen alle nur sehen, wie wir kämpfen. Weißt du, ich habe sehr viel über Menschen gelernt seit dem letzten Mal. Diesmal werde ich es cool machen. Okay. Es wäre natürlich nicht so schön anzusehen, wenn ein nettes, tolles Pokémon wie ich gegen jemand wie dich kämpft. Also werde ich das auch nicht. Wenigstens nicht ich selbst. Er hat sich Pokémon gefangen. Ich werde diese Pokémon benutzen, die ich mir ausgeliehen habe. Und du, Miri, es ist Showtime. Okay, alles klar. Arena-Leiter Gengar. Das ist so dumm. Ich finde das gut. Oh Mann. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Ich finde es ein bisschen fies, dass ich hier nicht heilen durfte zwischendurch. Bekomme ich denn wirklich den Orden oder muss ich warten, bis der richtige Arena-Leiter da ist? Oh. Oh nein. Oh nein, das Ding ist Unlicht. Ah, ist das ja nicht nur Feuer. Wir heilen mal eben unser Boden-Pokémon, würde ich sagen. Autsch. Nee, nicht so schlimm. Ging. Was haben wir denn zum Heilen? Ein Hypertrank. Hypertrank hört sich gut an, finde ich. So. Ich fürchte, das wird jetzt down gehen. Ja, tut es auch. Und da. Oh, ich bin verwirrt, dass es hier nicht die Reihenfolge ändert, welches Pokémon gerade an erster Stelle steht, wie es normal in den Spielen ist. Das ist alles sehr irritierend. Muss man sich wieder umstellen. Ah, fies, Ableittief. Nein, Citrubeere. Okay. Hat das Ding Luftballon? Wehe dir. Okay. Das wäre genial gewesen, da jetzt was mit Luftballon reinzuschicken. Das wäre richtig genial gewesen. Also das wäre beeindruckend gewesen. Aber so clever ist Gengar dann doch nicht. Da kommt es zurück. Ah, deswegen. Damit mein Angriff runtergeht. Deswegen hat er es ausgetauscht. Die Attacke wollte ich nicht einsetzen übrigens. Falls sich jemand gefragt hat. Wer gewinnt? Unlichtboden oder Unlichtfeuer? Keine schwierige Frage. Natürlich Boden. Tja, Gengar. Tut mir leid. Bester Kampf. Ah, ich verfluche dich.
Schon wieder hast du mich besiegt vor all diesen Untergebenen. Ha, ich schaufel mir ein immer tieferes Grab. Ein wahrer Anführer muss in der Lage sein, auch Fehler einzugestehen. Okay, Leute. Ihr habt das alle gesehen. Dieser Trainer hat mich besiegt, also was wohl. Es ist natürlich der Punkt, dass man Spaß hat, nicht wahr? Was passiert hier? Ah, es ist der Arena-Leiter, Henna. Oh, diese Show ist voller Überraschungen. Nun, es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Adieu. Hey, was denkst du, was du... Was ist passiert? Ach, er ist wirklich weg. Ich denke, das ist das Gengar gewesen, von dem er Abraham schon erzählt hat. Oh, was er nun meinem armen Zirkus angetan hat. Oh, wer bist du? Ah, das ist also passiert. Nun, wenigstens war es eine gute Show für das Publikum. Aber er muss in der Hölle brennen. Hoch bis ein bisschen. Okay. Es hätte wenigstens ein bisschen Ordnung wieder reinbringen können, bevor er sich aus meinem Zirkus geschlichen hat. Ha, egal. Ich sollte das hier besser für die nächste Show ordentlich machen. Und zurück zu dir, Miri. Wenn du immer noch die Herausforderung der Arena annehmen möchtest, dann mach dich besser bereit, wenn du nicht verbrannt werden willst. Okay, Leute. Wir schließen die Türen und machen alles fertig für den Kampf. Der Herausforderer Miri gegen den Arena-Leiter Henna. Hey, Kind. Willst du was kaufen? Willst du mein Kaninchen sehen? Ich habe dich da drin kämpfen sehen, weißt du? Du warst toll. Ich hasse den Zirkus. Aber es war wirklich schön zu sehen, wie stark du bist. Du reist durch Eldiv. Ach, das Plakat war vorhin voll gekritzelt von Gengar. Da über dem Zirkus, seht ihr das? Ah, okay, weiter zum Gespräch. Du reist durch Eldiv, um Arena-Orden zu sammeln, nicht wahr? Nun, dann habe ich vielleicht was Praktisches für dich, aber ich mache es dir nicht so leicht. Ich möchte, dass du alles gibst gegen meine Enkelin Henna. Okay. Das kriegen wir hin. Wir gehen jetzt aber erstmal heilen. Würde ich sagen. Ne, wo ist's? Wir fahren direkt mal hier oben. Die Arena sieht aber immer noch so runtergekommen aus. Nicht, dass das auch Gengar war, wer weiß. Man weiß ja nie. So, guten Tag. Da mal heilen. So, Leute, ich würde sagen, das war's auch für die heutige Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.